Das ist Rot, der gefallene Drache. Du hast sicher schon alles über ihn gehört. Nein. Ich dachte, er wäre längst verschwunden, aber offenbar baut er dunkle Edelsteine ab und verteilt sie überall in den Reichen. Er hat sogar Gnasty Gnorg und seine Schergen für seine Drecksarbeit gewonnen. Gnasty Gnorg? Habe ich den Kerl nicht vor Jahren besiegt? Was sind dunkle Edelsteine? Ach, Fragen, Fragen, so viele Fragen. Dunkle Edelsteine rauben Lebenskraft, die Rots böse Kräfte mit Energie versorgt. Wenn du Rot aufhalten willst, musst du mehr über ihn herausfinden und alle dunklen Edelsteine zerstören. Aber schau erst bei Geldsack vorbei. Er hat meistens nützliche Dinge. Viel Glück, Spyro. Ich schließe jetzt die Tür auf, damit du... Oh, Spyro. Schön, dich zu sehen. Ich wollte meine Drittwohnung renovieren. Und keiner lässt sich so ausnehmen wie du. Aber komm erst wieder, wenn du 500 Edelsteine hast, ja? Ich bin kein Freund von neuem Geld, aber Geld ist Geld. Also geh und kauf dir einen Dietrich. Schau dich ruhig um, Spyro. Schwarze Löcher. Ha, kein Problem für mich, Spyro. Das Schloss ist in 0,nix offen. Hi, yo, Spyro. Wenn ich meinen Zauberstab so auf dich richte, wird deine Position nebst Spielfortschritt gespeichert. Und du verlierst 1 Million Gehirnzellen. 1 Million Gehirnzellen? Das scheint außergewöhnlich zerstörerisch. Ah, das gefällt mir nicht so. Gut, gut, ich find's cool. Schau dir diesen dunklen Edelstein an. Er pulsiert vor Bösartigkeit. Dennoch wäre er hübsch auf einem Verlobungsring. Was denkst du, Spyro?
Vielleicht weiß der Drachenälteste, wie man ihn zerstückeln kann. Lern vom Drachenältesten, wie man den Edelstein zertrümmert. Ich weiß, du wirst es tun, weil du mich magst. Spyro, hinderst wohl gerade Rot daran, mit den dunklen Edelsteinen die Welt zu erobern? Ja, sowas in dieser Art. Hey, wer ist Rot? Ach, Rot war einst ein Ältester, so wie ich. Ich würde dir gerne alles erzählen, aber ich bin alt und brauche dafür ziemlich lange. Soll ich dir stattdessen erzählen, wie man dunkle Edelsteine zerstört? Puh, das war knapp. Ja, tu das. Setz den Hornsprung ein, um dunkle Edelsteine zu zerstören. Hey, Spyro, weißt du, dass du mit dem Doppelsprung weiter gleiten kannst? Also Doppelsprung und Gleiten, Kumpel. Wenn du ein Drachenei findest und herbringst, öffne ich die Tür für dich. Let's go.
Hey, gut gemacht, Spyro. Du hast das Drachenei gefunden. Bewahr es gut auf. Irgendwer sucht vielleicht danach. Oh, und jetzt zur Tür. Dies ist ein Aktivierungsfeld für meine neueste Erfindung, das Balldingens. Damit es funktioniert, musst du 8 Energiesterne sammeln. Energiesterne? Davon habe ich noch nie gehört. Oh, und wie sieht's mit roten Münzen aus? Nein, Herzteile, Goldmünzen? Ich weiß nicht mehr weiter, Spyro. Was musst du denn sammeln? Weiß nicht. Lichtedelsteine? Nein, du brauchst 8 Lichtedelsteine. Wie dem auch sei, fort mit dir. Ich öffne die Tür zur Brutstation. Sobald du die Lichtedelsteine hast, näherst du dich dem Feld und das Balldingens wird automatisch aktiviert. Halt die! Auf der Stelle! Hey, was ist denn hier los? Schon wieder diese Diebe. Gerade haben sie das letzte meiner Dracheneier gestohlen. Dracheneier? Ach ja, ich habe eins gefunden. Vielleicht finde ich ja alle Dracheneier für dich. Ich muss sowieso noch die Welt retten. Tja, nach meiner letzten Zählung waren es 80. 10 Eier pro Satz. Wenn du ganze Sätze findest, wirst du dafür bestimmt belohnt.